Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Guru Logic Champ, GBA-Spiel, GBA-Puzzler. Wie ihr schon seht, nie in Deutschland erschienen oder außerhalb von Japan. Zumindest wäre es mir jetzt nicht bewusst. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Spiel rein. Das ist halt wieder so ein Puzzler, ähnlich wie, wir werden es gleich sehen. Hat ein bisschen was von Tetris, hat ein bisschen was von, ich mach mal eine neue File, ein bisschen was von Mario Picross. Schon ein toller Name. Das behalten wir einfach mal so bei. Ich denke, ich klicke das Richtige an. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Fall Nummer 2? Ja. Wie gesagt, es wird von einer kleinen Story begleitet und durch diese Story müssen wir dann halt Puzzle lösen, um die Story zu einem guten Ende zu bringen. Ich denke, was da vom Text her steht, ist jetzt relativ schnuppe. Wir werden schon gleich sehen, worum es geht. Und ich kann nur sagen, es ist ein Skandal. Es ist gut, dass wir da sind, um das Problem zu lösen. Das Spiel selbst nimmt sich natürlich nicht ernst. Auch vom Grafikstil her, ja, spricht es natürlich schon Kinder an, aber die Level, die Puzzle, die werden nachher richtig, richtig knackig, sodass man da gar nicht mehr so leicht durchkommt. Das ist ein sehr interessantes Flugzeug, sehr interessante Konstruktion. Ja, er hat Hörner, ist ganz klar. Wer Hörner hat, kann nur der Bösewicht sagen. Und wer so lacht, sowieso. Und mit den Augenbrauen schon. Ja. Was auch immer für ein Problem hat. Seine Minions, werden wir gleich sehen, sind sehr, sehr böse. Und ich glaube, er will Fernsehen und Telefon revolutionieren. Oder modernisieren. Genauso wie den Flugverkehr. Und vielleicht sogar den Bahnverkehr. Vielleicht kommen dann die Züge aber pünktlich von der Deutschen Bahn. Ja, zu Befehl, Chef, los geht's. Macht schon, ihr müsst jetzt los und ja, da geht mal. Der hat eine Orange unterm Schreibtisch liegen. Das ist eine Wurst, die hier weggerannt ist. Hilfe, Hilfe, wo ist der Held, der uns rettet? Ja, wir brauchen ihn. Ich bin der Professor. Und da kommt der Held. Zwei Helden auf dem Berg mit einer Vase. Das ist aber auch wieder typisch japanisch. Ich meine, es ist ein Puzzlespiel. Wir spielen jetzt hier kein RPG oder irgendwie ein Action-Adventure. Wir spielen ein Puzzlespiel. Es ist typisch japanisch, egal welches Spiel man spielt. Erstmal Text. Story, 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 Story. Bevor es dann mal losgeht. Jetzt werdet ihr sehen, da oben, ja. Sieht aus wie ein Wasserhahn. Ist ein Wasserhahn. Was da jetzt Böses passiert ist. Gottes Willen. Da will jemand die Welt erobern und sagt zu seinen Minions, montiert mal alle Wasserhähne ab. Und was ist mit dem Jogger, der gleich kommt? Ne? Okay. Ja. Ihr wisst schon, was wir jetzt bauen müssen, oder? Genau, den Kran. Dann wird uns das nochmal erklärt. Wir haben nämlich nur eine bestimmte Anzahl an Blöcken, die wir verschießen können. Ja, ist gut. Mhm. Wir können die beiden da unten hin und her bewegen, unsere beiden Helden. Und können natürlich auch das Bild bewegen. Allerdings... Oh, halt die Klappe. Ja, richtig. Das wäre jetzt schon mal nicht die richtige Lösung. Wie es aussehen muss, sehen wir natürlich hier links im Bild. Ja, auch das ist verkehrt. Ich mach das jetzt übrigens nicht, ne? Das ist immer noch Tutorial. Mhm, ja. Die man nicht mehr braucht, kann man dann wieder abziehen. Genau, kann man sich in die Kanone zurückholen. Richtig, so funktioniert's. Ja. Wie gesagt, die Blöcke bleiben nicht automatisch an den weißen Stellen stehen, wo sie hin müssen, sondern bleiben halt nur stehen, wenn sie auf einen anderen Block treffen. Das ist jetzt aber, können wir das jetzt mal überspringen, oder? Genau. Tada! Tada!
Das ist aber nicht der Wasserhahn, oder? Oh, das ist... keine Ahnung. Na, jetzt habe ich vielleicht den ersten Level übersprungen. Who cares? Ihr seht schon, alles ziemlich bunt, ziemlich laut dargestellt. Typisch japanisch halt. Aber das kann doch nicht sein. Ich würde gerne mal... Achso, dann ist das wahrscheinlich nur Tutorial. Egal. Versuchen wir mal, die Note hier herzustellen. Ready? Ah, wie ready ich bin. Müssen wir das so machen? Dann können wir die da dran machen? Halt, zurückholen. Genau. Dann ergibt das eine wunderschöne Note. Oder eventuell sogar eine Kirsche. Könnte sein. Wir können ja hier gerne auch eine Highscore-Challenge machen, wer die Rätsel am schnellsten löst. Ein Weißweinglas. Oder ein Rotweinglas, man weiß es nicht. Ah, muss man die erstmal abziehen. So, zack, 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 zack. Fertig. Wie gesagt, am Anfang jetzt noch relativ simpel. Aber mit der Zeit werden die Level dann natürlich anspruchsvoller. Man wird aber schön herangeführt. Schon wieder ein neuer Rekord. Wahnsinn, ich bin richtig gut. Was haben wir hier? Embryo? Ich hab keine Ahnung. Halt, den zurückholen, genau. Geh nach vor. Wie gesagt, wie viele Blöcke hat, sieht man immer unten links. Ach, das soll eine Orange sein oder eine Mandarine. Da muss man halt die Blöcke manchmal so platzieren, dass man den Rest dann auch ja, gut anbauen kann. Ist das ein Apfel? Schwer zu erkennen, ne? 5 Blöcke haben wir. Okay. Das ist ja einfach. Das war easy. Keine Ahnung, was das sein soll. Das könnte Baseball sein, oder? Die Japaner sind ja auch ein bisschen Baseball verrückt. Was soll das sein? Ach so. Ach, eine Raupe. Ja, natürlich. Klar, wer kommt dann nicht gleich drauf, dass das eine Raupe sein soll bei den 3 Strichen? Natürlich. Natürlich. Das könnte eine Glocke sein. Oder eine hässliche Frisur. Ne, halt. Das war doch richtig. Oh, zack, zack. Dann können wir den nämlich wieder zurückholen. Genau. Ja, könnte auch... Ist das ein Teller mit was drauf? Keine Ahnung. Das steht da bestimmt beschrieben, was das ist. Aber mein Japanisch ist nicht ganz so gut. Shuriken. Are you Shuriken? Das dürfte doch relativ... einfach zu erledigen. Wie kriegt man den denn hin? Ah, ich verstehe. Alles klar. Den weg und dann so. Jawohl, Shuriken. So, machen wir noch ein Level. Und dann machen wir nochmal hier die Ente. Und dann gibt es ja dieses Fragezeichen. Bin mal gespannt, was da dabei rumkommt. Oh, 11 Stück. Das wird schwierig. Jetzt mach dich dahin. Wie viele Blöcke habe ich denn jetzt noch? Warum habe ich jetzt noch 2 Blöcke offen? Wo müssen die denn hin? Bin ich jetzt blind? Ist da noch einer hin? Nö. Kapiere ich nicht. Ach, da unten! Mein Gott, in der letzten Ecke sieht man ja kaum. Für hier den Raben. So.
Dafür brauchen wir 7 Sterne, 9 haben wir. Oh oh. Ah, da ist der. Der Hahn, der Kran. Das. Das klappt so nicht. Wie kriegen wir den denn davor? Wie viel Glück habe ich denn noch übrig? Machen wir so, ne? So müsste es klappen. Das klappt ja auch nicht. Doch, das klappt wohl. Ich kann hier da wegholen und dann, zack, klappt das. Jawohl. Na super. Ist der Jogger doch gerettet. So. Das ist bestimmt noch ein Filmchen, oder? Yay! Party! Schon total ausgetrocknet. Ja, so sind wir mal. Die beiden. Unsere Champions. Ja, Guru Logic Champ. Oh, jetzt kriegt er einen Wasserbauch. Guru Logic Champ. Leider Gottes nie in Europa erschienen. Ja, ich glaube auch nie außerhalb von Japan. Das war vielleicht ein bisschen viel Wasser, oder? Aber dennoch, nettes Puzzlespiel. Ja, wenn man das mal findet, kann man es ja mitnehmen. Auf dem Trödelmarkt oder so einfach mal mit nach Hause nehmen zum Zocken. Also mir machen solche Puzzlespiele auf jeden Fall Spaß. Gut, soll es das für heute gewesen sein. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.